Yeah, Freunde, bin ich bescheuert. Ich habe es eigentlich schon im letzten Part gesagt. Ihr werdet euch bestimmt auch gedacht haben, lesen wäre ganz hilfreich. Aber wie gesagt, man achtet hier mal mehr auf die Umgebung. Also einfach da mal mitlesen ist nicht. Es stand schon da. Und ich hätte auch im letzten Part recht gehabt, dass das vielleicht mit dem Fenster zu tun hat. Er sagt ja auch immer, wenn er reingeht, wo ist dieser scheiß Türteil, dieser Griff für dieses Fenster. So, genau. Also, ja. Okay, ich habe jetzt aber auch nur ein bisschen vorgespielt. Mal. Ich werde mal wahrscheinlich immer zwischendurch wieder einen Cut machen, wenn ich das wirklich gar nicht weiß. Und ja. Auf jeden Fall kann ich hier die Verblutung endlich stoppen. Yeah, Freunde, endlich sind wir diesen Scheiß los. Oder vielleicht nur eine bestimmte Weile, ich habe keine Ahnung. Ah, hier haben sie eine Taschenlampe. Ah, habt ihr es gesehen? Das meine ich, deshalb weiß ich nur. Oh, warum ist das so laut jetzt? Weil ich das, Hä? Achso, wir müssen wahrscheinlich wieder zurück. Das weiß ich nur, weil ich das gelesen habe, dass es in einem Mülleimer Schlüssel liegen tut. Ja. Und da habe ich jetzt mal einfach 1 plus 1 zusammengezählt, wa? Boah, boah, halt her! Geh doch mal. So. Wahrscheinlich einer für einer dieser Türen. Warte, mach ich mal das Mikrofon anders. So. Für einer dieser Türen ist wahrscheinlich der Schlüssel. Ah, klar. Okay. Der hat sich mir einfach erhängt. Hä? Mein Gott. Wie geht's jetzt weiter? Hat er was gesagt von wegen was im Gesicht? Mann, Alter, diese ganzen. Oh! Oh! Ich mich eben erschrocken, Freunde. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh, weil das so scheiße laut ist, Mann. Oh, ist ätzend. So, wir gucken mal nochmal hinter alle Kackbilder. Ping. Ah ja. Schildkrötenping. Schon klar. Oh, habt ihr gesehen, da war Alex eben. Okay. Oh, was soll das mit dieser scheiß Musik, ey? Hm. Hier wurde eine eingemauert oder was? Oh Freunde, ich mach gleich die Musik leiser, aber ganz ehrlich, das kotzt mich so ein klein bisschen an. Ist er dahinter? Wo könnte hier schon großartig der Schlüssel sein? Die Musik zu Ende. Ich komme ja auch nicht mal hoch. Vielleicht war das da im Schrank drin oder so. Okay. Wie gesagt, viel Auswahl haben wir hier nicht. Okay, ist es ja irgendwie hinter so einer Couch oder so. Oh, ich muss niesen, Freunde, oder? Oh mein Gott.
Kann ich nicht schieben? Anscheinend nicht irgendwie. Mann! Steh mir doch nicht im Weg. Da ist was. Ich habe recht, Freunde. Oh mein Gott, ich hänge fest hier. So, hätte recht. Klar, Schlüssel und eine Waffe. Oh mein Gott, wenn hier eine Waffe drin ist. Ja, ja, ich hab's schon gelesen. Ein paar Ballereinlagen. Na, dann kann es ja was werden, Freunde. Noch ist hier alles Klärchen. Wow, Treppenhaus. Gehen wir erstmal hoch. Wo ist denn da so ein komisches Licht? Fällt voll Licht von oben ein. Jetzt werden die Rätsel mal räumlich erweitert. Kann es sein? Hier schön über mehrere Stockwerke. Das ist super. Sowas lieben wir ja. Die Tür ist bestimmt zu. Ja. Ja, frage ich mich auch. Na gut, gehen wir nochmal runter. Tja. 18 Schuss auch nur, Freunde, wa? Das ist überhaupt nicht viel. Es gibt da bestimmt eh keine Gegner erstmal. Hä? Was zum... Was ist jetzt los? Hä? Ich dachte, das geht oben lang. Naja, habe ich mich wohl geirrt. Oh, oh. Hä? Was? Was ist los? Alter! Ah, die schießen! Oh, wartet mal kurz, Freunde. Sorry, Freunde. Kann ich jetzt leider nicht ändern. Kann sein, dass ich das normal machen muss. Obwohl. Quatsch. Wow. So. Geht doch. Yeah. Ich brauche mal ein bisschen Lehm. Ah, Granaten haben wir. Wir haben alles. Oh, guckt euch das an, Mann. Wir sind evil immer hier. Ich komme übel zu den Bullen. Boah. Wartet mal. Ich mach jetzt anders. Boah, was die aushalten. Hallo? Ich dachte, ich habe eine Granate gehört. Okay. Oh, Leben brauche ich trotzdem wieder. So. Mist, jetzt... Ah, das tut mir jetzt ein bisschen leid, Freunde. Ich habe jetzt ein bisschen diese Zähne voll versemmelt. Das hätte viel cooler sein sollen, aber ich wurde gerade kurz unterbrochen. Deswegen musste ich gerade eben mal kurz cutten und... Ah ja. Hier geht's nicht weiter. Wird mal schön geblockt. Aber okay. Wie geil. Das meinten sie mit Ballerzähnen. Warum die Polizei jetzt gegen uns ist, müssen wir nicht verstehen. Ist doch irgendwie ein bisschen unwichtig. Fahrstuhl. Ich hatte davon irgendwo Lehm eingesammelt. Voll die Rambos. Ah, hier sind nochmal Lehm. Cool. Mal Pillen einfach mal wieder. Ein paar Smarties drin gepfiffen und schon geht's eben besser. Ja, wisst ihr, Schokolade macht glücklich. Und Drogen erst recht. Oh, ich lache über meine eigene Witze, ey. Voll deprimierend und peinlich. Naja, egal. Ich find's cool. Wir sind von da gekommen. Hä, was muss ich denn jetzt machen? Oh, der Knüppel hat mir Anzug gegeben. Den ich gar nicht besitze. Ah ja. Soll ich vielleicht mit dem Auto flüchten? Ah, Mann. Ich bin jetzt... Nein, nein. Das ist jetzt bestimmt nur eine Zwischensequenz, oder?
Das ist noch nicht zu Ende, ey. Nee, okay, doch, ich bin ja raus aus dem Gebäude gewesen. Das war aber jetzt nur eine Karte. Jetzt bin ich tatsächlich ein wenig überrumpelt und muss ganz ehrlich sagen, das ist sehr kurz gewesen. Trotzdem haben es zwei Parts ein. Rein tödlich voll simpel. Nun weiß ich aber nicht, warum ich abgestochen wurde. Okay, es ist, glaube ich, wie gesagt, geschichtlich ein bisschen egal. Naja. Ja, ich glaube, wir sind fertig. Aber ich vermute, da kommen noch ein paar neue Teile, noch mehr Teile raus. Aber jetzt ganz ehrlich, dadurch, dass sie das so reingeschrieben haben, dass das halt total guck mal, der hat einen Unfall gebaut. Nö, der ist tot. Also, vielleicht gibt es doch keinen neuen Teil. We're losing him. Multiple gunshots. Pupil blown, head trauma. God only knows what else. He's in shock. Start two large bore IVs to get him to ICU. He's not responding. This guy is a train wreck. We're losing him. Oder vielleicht doch. Oh, doch, es geht weiter. Aha. Ah, ich dachte es mir schon, weil. Krankenhaus? Ich dachte, jetzt geht's weiter mit dem Blutverlust. Na, okay. Hey, ich dachte schon, das ist zu Ende. Nee. Ach so, er hat einen epileptischen Anfall bekommen und ist dadurch dann Unfall gebaut. Jetzt bin ich... Hä? Was war denn das für eine kurze Szene? Jetzt bin ich im Gefängnis, weil ich... Ah, das war's! Wie scheiße war denn das, ey? Oh mein Gott. Na gut. Wir wurden wohl in den Knast gesteckt. Ah ja, ein paar Videokameras hier einfach aufgestellt. Star Hue. Guck mal, jetzt tun sie so, als wenn das alles ein Set war. Naja, eigentlich eine coole Idee, wenn man so bedenkt. Aber irgendwie zu kurz. Devil May Cry 4 Musik wahrscheinlich. Na, kommt noch was? Max Payne 2, ja, er hatte recht, mich hat jemand angeschrieben, der es schon probiert hatte. Und er meinte, das ist von Max Payne. Ja, stimmt sogar. Würde ich aber auch hinschreiben. Also, an dem ganzen Game bisher ist das geilste der Anfang und das Intro. Der Anfang, also das Intro und das, die Credits am Ende. Das sind wirklich die coolsten Sachen hier. Ah ja. Wie sie alle so tun, als wenn das nur so ein, wenn das nur ein Filmset ist hier. Turtle Rock Studios. Schildkrötenstein. Da ist der Raum Nummer. Der erste. Das ist echt cool gemacht. Ja, seht ihr, da steht unten noch To Be Continued. Also kann sein, oder ich hoffe sogar, ganz ehrlich, dass da noch ein neuer Teil rauskommt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand's echt toll. Es war zwar
wie gesagt, ich wurde ein bisschen überrumpelt, dadurch, dass es da stand, dass es total schwer ist und so, habe ich mich halt ein bisschen noch blöder angestellt, als bedacht war, finde ich persönlich. Also ich hätte es eigentlich besser gekonnt, wenn ich jetzt nicht gedacht hätte, das ist so übelst immer schwer. Naja. Okay. Okay, es war wirklich gut, Freunde. Also, das war's aber schon. Zwei Parts. Es waren zwei Parts, nur noch nicht mal ganz. Es sind nur 5 Minuten. Da hätte ich schon wieder Zeit für meinen Abspann. Na, okay. Auch nicht so schlimm, weil, Freunde, wenn wir das jetzt endlich fertig haben, dann kommt doch die Esther als nächstes. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, Freunde, darauf freue ich mich schon ziemlich doll, weil der sieht sehr, sehr, sehr interessant aus, der Mod. Zumindest nur von den Bildern und von der Story her. Also, macht euch bereit und seid gespannt auf den nächsten, ja, auf das nächste Projekt, wa? Also, Freunde, ja, wie immer, meine Sprüche, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich doch. Ich freue mich über jedes Abo und ich freue mich über jedes Kommentar und ja, ihr wisst es ja alle. Also, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao!